zugegeben, die Regierung macht sich völlig unglaubwürdig. Auf der einen Seite nach Kairo, nach Tunis zu reisen und dort auf den Plätzen mit den Menschen die Demokratiebewegung zu feiern und auf der anderen Seite dann an das autoritäre Regime in Riad Panzer zu liefern, die optimiert sind. Die optimiert sind auf die Unterdrückung von Volksaufständen. Ich will nur kurz daran erinnern, in Bahrain wurde der Volksaufstand mit saudischen Panzern vor wenigen Wochen unterdrückt. Dort kamen genau solche Panzer zum Einsatz. Jetzt können wir doch nicht 200 weitere Panzer dort nach Saudi-Arabien liefern, die vor allem Volksaufstände unterdrücken sollen. Es wird so sein, wie diese Aktion von Camp Act prognostiziert. Irgendwann in den nächsten Monaten wird dieser Aufstand der Jugend, die für Menschenrechte, Demokratie, Selbstbestimmung und auch ihr wirtschaftliches Aufkommen in den arabischen Ländern streiten. Sie werden auch in Saudi-Arabien, in dieser wahhabistischen Diktatur, aufstehen. Und sie werden dann mit Waffen Made in Deutschland bekämpft werden, auch mit diesem jetzt offenbar zu liefernden Produkt.